Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2, wo hier unser neuer schicker Zug sein erstes Brot abliefert. Wobei mir gerade einfällt, wir müssen natürlich hier in den Städten auch noch für eine entsprechende Auslieferung der angelieferten Güter sorgen. Dafür würde ich mal vorschlagen, wir legen eine Liquid-Station an. Mit Hilfe dieser Liquid-Station versorgen wir dann die Stadt mit den hier dargebotenen Warenpfeil. So. Und weil ich so schlau bin, habe ich jetzt beim Anfang nicht dran gedacht, dass ich das ja auch sofort hätte größer machen können. Was wir im Moment natürlich noch nicht brauchen. Gut, dann schauen wir mal, wie die Stadt Kleve denn so aufgestellt ist hinsichtlich der logistischen Verteilung. Und da stellen wir fest, hierhin. Hier hin. Keiner gesehen. Güter intern Kleve. Gut, dann Fahrzeug G. Ich bin da jetzt einfach mal ein bisschen optimistisch. Ich habe angefangen, die Strecken nicht mehr einheitlich zu nennen, ne? Oh je, das gibt ja Schimpfe. Oh weia. Intern Güterkleve muss es heißen. Jo. Bombardissa. Und dann sollte hier in der Stadt das gleich ordentlich nach oben schießen. Keine Ahnung, warum das Spiel auf meinem Ohr schon wieder so laut ist. Also irgendwie ändert sich hier dauernd irgendwas. So, wir wollten gucken, dass wir mehr Güter anbinden und verarbeiten. Jetzt habe ich gerade geguckt, hier wäre ja auch eine Werkzeugfabrik. Wenn wir auf die Strecke hier noch Werkzeuge draufpacken für Glitscher und auch zurücklaufen in das System hier. Weil in Stromberg kommen, glaube ich, nur wenige Werkzeuge an, sodass hier auch ein Güterzug noch runterfahren könnte und das nach Stromberg bringen. Das sollten wir auf jeden Fall auch im Auge. Obwohl, das ist ja jetzt schnell gebaut, ne? Guck mal, 400 Bäume werden zu 200 Brettern. Und aus 200 Brettern werden die Werkzeuge. Ich sehe nur nicht, ehrlich gesagt, dass wir das mit der Bahnlinie machen. Also das sehe ich hier eher mit LKW-Verkehr, wenn ich ehrlich bin. Klar, ne? Das hier wird an die Bahn angeliefert. Machen wir mal so. Wobei selbst das könnte man eigentlich mit. Ja. Pipsqueak. Machen wir mal hier lang. Güterbahnhof. Außen, ne?
Obwohl, nee, wenn wir dann von da auch Güter annehmen. Das ist wieder dieses dämliche. Die Strecke ist echt zu kurz, um das so zu machen. Komm, wir machen nochmal eine LKW-Versorgung. Ich mag das ja auch, die LKWs fahren zu haben. So, das heißt, die LKW müssten das dann zu dem Lager liefern. Es gibt jetzt eine neue Funktion, die ich immer noch nicht benutze, und zwar folgende. Ich zeig's mal kurz. Einfach nur mit der Maus über die Straße ziehen, die abgebaut werden soll. Und schon geht das. So, und der neue Dörfer-Express wartet auf freie Wege. Da gucken wir mal ganz kurz. Warte mal. So, und zwar wegen dem... Ja, geht aber, ne? So, 18 Brote, 18 Steine, 7... Okay, wir können auch die Steine als Brote essen. 18 Steine, 7 Brote. Läuft bei uns. Ich bin gerade voll verwirrt. Wo war ich denn jetzt? Hier, genau. Mit diesen Straßen abgerissen, da habe ich das Stadtbild nicht mehr erkannt. So, dann nehmen wir mal hier nämlich jetzt die Landesstraße. 80... Wie schnell fahren denn diese großen LKW eigentlich? Da könnte man vielleicht mal nachgucken. Dann muss man die Straßen nur passend zu den LKWs bauen. Die fahren 100, die fahren 70. Wenn wir die leisen LKWs haben wollen, reicht die 80er. Wir machen das mit den leisen LKWs. Wir haben es ja. Wir wollen jetzt nicht unseren Fortschritt in der Stadt wieder dadurch kaputt machen, dass die LKWs die ganze Stadt lautstärketechnisch kaputt machen. Die fette Buschpulle drauf. Dann hätten wir einmal... das so. Nee, der muss ja gar nicht da dran, ne? Der muss hier ran. Ist ja auch voll der Blödsinn hier. Sagt mir noch nicht zu. Machen wir mal so. Gott sei Dank ist das mit einem solchen Straßenverlauf überhaupt nicht langweilig. Da bin ich sehr beruhigt. Ich spiele wieder mein Maxophon. So, gut. Ich möchte auch nicht, dass die LKW sich in die Quere kommen, deswegen machen wir das ja ganz dekadent. Nicht dekadent, das ist ziemlich blöd. Sondern wir machen das clever. Obwohl, ich könnte ja auch mal ganz kurz auf mein eigenes Video in der Art reagieren. Sekunde. Achso, nee, ist schon Pause.
dich, Brudi. So. Dann machen wir mal auch hier, ne? Anlieferung, Ablieferung separat. Gut. So, Werkzeug, Holz, Bretter. Werkzeug. Und hier nochmal Werkzeug. So. Und dann machen wir das wie immer. Wir leiern da, obwohl da machen wir ein eigenes Depot hier. Warte mal, das ist mir sonst, die fahren ja ewig und drei Tage hier in der Landschaft rum. So. Wir machen. Werkzeug, Holz, Bretter, Werkzeug, Bretter, Fabrik. Werkzeug, Stadtverteiler. Und dann schauen wir mal, wie sich das verteilt. Ja, Kleve Sägewerk wird das also abnehmen. Sehr gut. Und dann würde ja theoretisch, ja, als Abnehmer Klitscher, Braunschweig und so, die kommen ja alle in Frage. Weil Klitscher würde halt, das wäre halt gut. Aber dann würde der Zug die noch mitnehmen können. Dann müssen wir nur die Strecke hier so umstellen, dass der Güterexpress auf der Rückfahrt. Nochmal in Kleve hält und auf der Hinfahrt soll er mal das andere Gleis nehmen. Und dann das so. Wunderbar. So, das muss ich jetzt einnivellieren. Da gucken wir gleich wegen den LKW. Ne? Ihr wisst ja, ich mag das immer so kleinteilig zu machen. So, während das sich einnivelliert, gucken wir hier mal kurz nach der Güterverteilung. Da sollten wir vielleicht noch mal eine kleine Mini-Würstchenkette, eine kleine Station bauen, die Güter abholt. Ich bin auch sicher, dass ich irgendwelche Orte falsch aussprach, die ich dann in der Zwischenzeit wieder richtig aussprach, nur um sie jetzt wieder falsch auszusprechen. Das ist natürlich ganz, ganz böse Absicht von mir, weil ich ein schlechter Mensch bin und Leute ärgern will. Nee, also das ist, da bin ich auch recht herzlich um Verständnis, dass sowas einfach mal durchgeht. So, und das alles nur, um hier die Bevölkerungszahlen in den Orten hochzukriegen, damit die Züge voller werden. Wobei wir natürlich auch noch mehr Leute in die Züge bekommen würden, wenn wir jetzt zum Beispiel, aber besser geht's ja kaum,
Wir könnten höchstens nochmal gucken, ob wir noch einen weiteren von diesen Zügen hier auf die Strecke kriegen. Ist ja immer noch voll. Boah, guckt euch das mal an hier. Es ist so toll. Wie mit dem Saxophon. Oh, oh, und ein toller Ton. Okay, so, jetzt hier. Nivelliert es sich hier ein. Die Transport 0. Habe ich Werkzeug, Holz, Bretter? Wo habe ich denn die? Ah, ja, die eine Linie fehlt noch. Okay. Und gerade auch die wichtigste. Aber hier kommt doch gerade einer gefahren. Hä? Hätte ich mal besser gucken sollen, ne? Hier fahren 6. Hier fahren 3. Und hier auch. Okay, dann wird es ja jetzt spannend. Also, wir gucken uns das hier an. Und euch wünsche ich wie immer viel Spaß und spannende Unterhaltung bei den LKW-Impressionen. Und Bahnimpressionen. Ja, bei dem Zug noch mit drauf hier. So. Und vielen Dank für die tollen Kommentare und Daumen. Ich lese die Daumen natürlich alle, ne? Weißt du Bescheid?